Hallo, moin moin und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Jörg Joggler 66, Stunde der Wahrheit. Heute Abend habe ich mich wieder mit einer Gruppe von Menschen über Skype eingefunden, die live dieser Lesung folgen, Romanismus und die Reformation. Und wenn ich mich nicht irre, müsste das heute die 21. Lesung sein. Wir sind also in dem Buch schon ziemlich weit vorangeschritten, was ich erstaunlich finde, weil es kommt mir so kurzweilig vor. Ich habe gar nicht den Eindruck, dass wir schon in der Hälfte sind und beinahe, denke ich doch, sind wir ungefähr, was die englische Vergleichsseite angeht, in der Hälfte angekommen mit Romanismus und die Reformation von Henry Cretton Gillis, das der Maximilian ganz wunderbar ins Deutsche übersetzt hat. Und heute bewegen wir uns im fünften Teil dieser Vorlesung da weiterhin auf das Thema zu oder analysieren noch intensiver das Thema der Reformation. Wir hatten ja die ersten Teile natürlich über den Romanismus gesprochen und wie der biblisch und prophetisch erklärt wurde. Und jetzt sind wir im zweiten Teil damit oder im nächsten Teil damit beschäftigt, die Reformation zu analysieren und wie die den Antichristen bestimmt haben und warum und wieso und weshalb und alles drum und dran. Und deswegen, ohne große weitere Verzögerung, gehen wir da rein. Ich habe nur noch eine kleine Sache, mit der ich eben anfangen möchte. Und zwar ist das, weil ich hier wieder einen Bericht bekommen habe auf meinem Video. Ich habe heute den ersten Nachtrag von diesem Video hinter den Diktatoren, den Drahtziehern auf der Schliche, den 38. Teil hochgeladen. Das ist der erste von im Augenblick sieben produzierten, sieben oder sechs produzierten, weiß ich jetzt gar nicht, sechs produzierten Nachträgen zu dem Buch, da kommen noch mehr. Und der Viktor hat sich die Arbeit gemacht, hier ein ganz tolles neues Outro zu machen. Also die letzten anderthalb Minuten sollte man nicht verpassen, das ist wirklich sehenswert. Und da habe ich heute einen sehr schönen Kommentar drauf bekommen, den ich gerne mit euch mal teilen wollte. Der ist hier von Muckelchen, ist der geschrieben. Vielen Dank für eure Lesungen. Weißt du, lieber Jörg, was mich beim Bibellesen wirklich erschreckt? Ich erkenne, wie viel Jesuit in mir steckt, durch Erziehung, Schule und so weiter. Ich kann die Bibel am Stück gar nicht lesen, sie verändert wirklich das Herz. Jetzt höre ich wieder die Bibel, dann die nächste Portion Bibelstudium. Mein Herz ist nicht belastet von Dingen, die anderen mir angetan haben, sondern von denen, die ich anderen angetan habe. Ich meine damit keine Gewalt oder sowas in der Art, aber Jesus sagte ja bereits der Gedanke. Möge unser Herr euch alle mächtig segnen und beschützen. Und für solche Kommentare bin ich sehr dankbar, dass Leute mal zu erkennen geben, wie ihnen diese Lesungen helfen, die Fehler in ihrem Leben zu erkennen. Und zwar nicht nur die Fehler, die sie selbst machen, ich meine, wir alle machen Fehler, ja. Aber dass sie vor allen Dingen erkennen, wie betrogen sie ihr ganzes Leben waren und dass sie jetzt auf einmal den Mut haben, doch zuzugeben, wie betrogen sie waren. Und da von daher finde ich das einen sehr schönen Kommentar hier in diesem Fall von Muckelchen und da möchte ich mich eben für bedanken. So, und dann gehen wir in die Lesung von Romanismus und die Reformation. Maximilian hatte das Papier so weit vorbereitet, dass wir jetzt auf Seite 9 von 23 in total im fünften Vortrag sind. Und wir werden hier also auf Seite 9 fortfahren, mit dem wir hier letztes Mal mit diesem Punkt 5 abgeschlossen haben. Diese Punkte, um das nochmal eben zusammenzufassen, da muss ich nochmal hochscrollen, dass wir das nochmal sehen. Das ist im Grunde eine kurze Zusammenfassung der Meinung der, zwischen Anführungszeichen, Kirchenväter, ja, diese Älteren eigentlich aus der Kirche, weil wir sollen ja niemanden auf dieser Erde unseren Vater nennen, außer dem, der im Himmel ist. Was deren Meinung zu diesem Thema war und wir schauen auf ihre Werke und die legt Henry Cretton Gillis uns hier aus. So, und wir hatten jetzt die ersten vier Punkte besprochen und sind jetzt fünf Punkte besprochen und sind jetzt am nächsten Punkt hier anbelangt, innerhalb des fünften Punktes. Von daher, weil wir gehen hier in eine Fußnote rein, möchte ich nochmal kurz Punkt 5 hier vorne vorlesen und dann fangen wir da jetzt an. Ich lasse den Film hier nebenan nochmal laufen, dass wir noch ein paar abwechselnde Bilder haben. Ohne Ton. Und da können wir uns mal Bilder anschauen, die ich damals für die ganze Lesung von Romanismus und die Reformation in Englisch bereits gebraucht hatte. Und auch welche, die deutsch gebraucht sind. Die Väter, also ich verruhe immer das Wort dann Ältere zu sagen, diese Älteren hielten das römische Reich für die von Paulus in 2. Thessalonicher erwähnte hemmende oder hinderliche Kraft, welche die Manifestation des Menschen der Sünde zurückhielt.
Ihr erinnert euch ja, dass wir bereits 2. Thessaloniker Kapitel 2 in einem früheren Zeitpunkt dieser Lesung komplett gelesen hatten. Und da geht es vor allen Dingen um Punkt 7. Der, der jetzt noch aufhält, wenn der aus dem Weg geräumt ist. Dieser Punkt ist von großer Bedeutung, das habe ich damals auch gesagt. Das darf man nicht unterschätzen. Das ist eine der deutlichsten Arten und Weisen, wie im Neuen Testament auf das Papsttum gewiesen wird. Und Paulus sagt uns deutlich, dass er wusste und dass die Thessaloniker auch wussten, was dieses Hindernis war und dass es damals existierte. Die frühe Kirche sagt uns durch die Schriften der Älteren, was sie über das Thema wusste und bekräftigt mit bemerkenswerter Einmütigkeit, dass dieses Hindernis das Römische Reich war, wie es von den Cäsaren regiert wurde. Dass es für den vorhergesagten Antichristen unmöglich war, sich zu erheben, während die Cäsaren die Macht hatten und dass er beim Fall der Cäsaren auftauchen würde. Hier haben wir einen Punkt, an dem Paulus die Existenz des Wissens in der christlichen Kirche bestätigt. Die frühe Kirche wusste, sagt er, was dieses Hindernis war. Und die Kirche heute weiß es nicht mehr. Und das ist das grausame Resultat der Wirkung der Jesuiten der letzten 500 Jahre. Die frühe Kirche sagt uns, was sie über das Thema wusste. Und niemand kann in diesen Tagen in der Lage sein, ihrem Zeugnis zu widersprechen, was Paulus den Thessalonichern auch nur durch Mundpropaganda gesagt hat. Es ist ein Punkt, an dem nur die alte Tradition irgendeine Autorität haben kann. Moderne Spekulationen sind bei einem solchen Thema geradezu unverschämt. Und hier gehen wir jetzt in eine sehr interessante Fußnote des Autors. Was die Hinderung der Manifestation des im 2. Thessaloniker Kapitel 2 genannten Menschen der Sünde betrifft, so sagt Eliot, der Horae Apocalypticae geschrieben hat, also das Buch Stunde der Offenbarung oder Apokalypse, Zitat, wir haben das zustimmende Zeugnis der frühen Älteren der Kirche von Irenäus, dem Schüler des Jüngers des heiligen Johannes, bis hinunter zu Chrysostomos und Hieronymus, dass es als die imperiale Macht verstanden wurde, die in Rom regiert und wohnt. Ja? Irenäus war ein Schüler des Jüngers des heiligen Johannes, das heißt des Apostel Johannes. Irenäus, dem seine Aufzeichnungen sind direkt entnommen von einem direkten Augenzeugen von Jesus Christus Erfüllung der 70. Jahrwoche von Daniel, Kapitel 9, Vers 24 bis 27 auf dieser Erde. Ganz wichtig zu nehmen, also die Schriften von Irenäus. Ja? Irenäus hielt weiterhin fest, dass die Aufteilung des Römischen Reiches in 10 Königreiche unmittelbar vor der Manifestation des Antichristen erfolgen würde. In seinem Werk Against Heresies, also gegen Häresien, Buch 5, Kapitel 30, sagt er, Zitat, lasst sie zunächst auf die Aufteilung des Königreichs in 10 Teile warten. Dann, wenn diese Könige regieren und beginnen, ihre Angelegenheiten in Ordnung zu bringen und ihre Reiche voranzubringen, lasst sie lernen, um anzuerkennen, dass derjenige, der kommen wird, der das Königreich für sich in Anspruch nehmen wird und jene Söhne von Menschen, von denen wir gesprochen haben, mit einem Namen, der die genannte Zahl 666 enthält, wirklich der Gräuel der Verwüstung ist. Das Ende des Zitats, diese Benennung des Gräuel der Verwüstung ist ein absoluter, perfekter Hinweis, wieder einmal, darauf, dass der Antichrist bereits in Daniel 9,27, im letzten Vers also von Daniel Kapitel 9, vorhergesagt wird. Denn wir lesen in Daniel, und er wird mit den vielen einen festen Bund schließen, er spricht also über Jesus Christus, und in der Mitte der Woche, das heißt der 70. Woche, wird er Schlacht- und Speisopfer aufhören lassen, dadurch, dass er ans Kreuz geht. Und neben dem Flügel werden Gräuel der Verwüstung aufgestellt, und zwar bis die fest beschlossene Vernichtung sich über den Verwüster ergießt. In Englisch ist das ein bisschen deutlicher. Wer diese Verse in Englisch noch ein bisschen besser verstehen will, dem rate ich an, sich meine Videos anzuschauen. Der größte Betrug seit dem Garten von Eden, das sind 3 Teile.
Und die Links dazu sind in der Beschreibungsbox dieses Videos dabei. Das könnt ihr euch dann gerne anschauen. Da bringe ich eine bessere Übersetzung direkt aus der König James, wo es noch deutlicher wird. Aber die Sprachwahl von Daniel, der hier natürlich am Ende des Verses 27 auf den Antichristen hinweist, nachdem Jesus Christus den Bund mit vielen geschlossen hat und in der Mitte der Woche die Schlacht- und Speiseopfer hat aufhören lassen, dann eben darauf weist, dass dann später die Gräuel der Verwüstung kommen. Das ist genau das, was hier beschrieben steht von Irenäus, der wirklich der Gräuel der Verwüstung ist. So erforderte nach Irenäus die Manifestation des Antichristen den vorherigen Sturz des damals bestehenden Römischen Reiches. Das dürfte ja ziemlich verständlich sein für jeden. Solange die Cäsaren herrschen, kann der Nächste nicht kommen. Solange der Reichskanzler in der Weimarer Republik geherrscht hat, konnte Hitler nicht kommen. Solange Hitler geherrscht hat, konnte die BRD nicht kommen und so weiter und so weiter. Ein altes System muss immer erst abgeschafft werden, bevor ein neues System sich etablieren kann. Das war hier nicht anders. Also muss das System der Cäsaren erst weg sein. Der jetzt im Weg ist, muss aus dem Weg geräumt werden, bevor der Nächste kommen kann. Und so erforderte in diesem Fall nach, aber nicht ausschließlich durch Irenäus festgeschrieben, die Manifestation des Antichristen den vorherigen Sturz des damals bestehenden Römischen Reiches. Nun, Tertulliens Entschuldigung, das heißt Apology, beschreibt die Gewohnheit der christlichen Kirche des 2. Jahrhunderts, für die Sicherheit des Römischen Reiches zu beten. Jetzt kann man sagen von, ja, warum tun die das denn? Jesus Christus hat gesagt, dass wir auch für unsere Feinde beten sollen, ne? Auch dies ist ein Grund, dem Wort des Herrn zu folgen und für seine Feinde eben zu beten. Vor allen Dingen, wenn man weiß, wenn dieser Feind weg ist, dann kommt ein noch viel größerer. Nämlich zu beten für die Sicherheit des Römischen Reiches in dem Wissen, dass ihr Untergang die Katastrophe der Herrschaft des Antichristen und den Untergang der Welt mit sich bringen würde. Weil wenn der Antichrist kommt, dann geht die Welt noch nicht unter. Aber wenn der Antichrist wenn dem seine Regierungszeit vorbei ist, dann kommt Jesus Christus zurück. Und er wird alle menschlichen Königreiche zerstören mit dem Atem seines Mundes, wie in Daniel Kapitel 2 bereits vorhergesagt wurde. An die Herrscher des Römischen Reiches wendet er sich, indem er sagt, und jetzt wird's sehr interessant und auch wieder emotionell, was ich jetzt vorlese. Deswegen will ich eben kurz diesen kleinen gelb angestrichenen Teil des Betens mit ausgestreckten Händen bereits schon mal erwähnen. Eben beten nicht mit gefalteten Händen, das ist eine heidnische Art zu beten, aber ausgestreckte Hände, um sich zu öffnen, nicht um sich mit geschlossenen Händen zu schließen, sondern um seine Hände auszustrecken und Heiligen Geist und Gaben des Gottes zu empfangen. Ja? Nicht mit gefalteten Händen beten, das geht auf heidnische Tradition zurück. Da kann jeder seine eigene Nachforschung anstellen. Tertullian schreibt also in seiner Entschuldigung, in seinem Apology, das Gebet, dass die Christen, die damals im Römischen Reich lebten, beteten zum Erhalt des Römischen Reiches. Wir beten um die Sicherheit unserer Fürsten an den ewigen, den wahren, den lebendigen Gott, dessen Gunst sie sich über alle anderen hinaus wünschen müssen. Dort heben wir unsere Augen mit ausgestreckten Händen, weil sie frei von Sünde sind, mit offenem Kopf, denn wir haben nichts, wofür wir uns schämen müssten. Schließlich ohne Leitfaden, weil es von dem Herzen ist, dass wir anflehen. Und ohne Unterlass für alle unsere Kaiser beten wir. Wir beten, dass das Leben verlängert wird für die Sicherheit des Imperiums. Mit unseren so ausgestreckten Händen bis zu Gott, zerreißt uns mit euren eisernen Klauen, hängt uns an Kreuzen auf, wickelt uns in Flammen, nehmt unsere Köpfe mit dem Schwert von uns, lasset die wilden Tiere auf uns los. Die Haltung eines betenden Christen ist die Vorbereitung auf jede Bestrafung. Lasst dies, gute Herrscher, euer Werk sein. Ringt uns die Seele ab,
seht Gott im Namen des Kaisers. Auf die Wahrheit Gottes und die Hingabe an seinen Namen wurde das Zeichen des Verbrechens gesetzt. Es gibt auch eine weitere und größere Notwendigkeit für unser Gebet im Namen der Kaiser. Nein, für die vollständige Stabilität des Reiches und für die römischen Interessen im Allgemeinen. Denn wir wissen, dass ein mächtiger Schock, der über die ganze Erde hereinbricht, nämlich das Ende aller Dinge, das drohende, schreckliche Leid, nur durch den Fortbestand des Römischen Reiches verzögert wird. Wir haben nicht den Wunsch, von diesen schrecklichen Ereignissen überwältigt zu werden, und mit dem Gebet, dass sich ihr Kommen verzögert, leisten wir unsere Hilfe für die Dauer Roms. Ende Zitat. Hier steht es noch ein wenig in Latein. Hieronymus schreibt mit dem gleichen Effekt in seinem Kommentar zum 2. Thessaloniker Kapitel 2: Derjenige, der jetzt zurückhält oder behindert, equi tenet nunc teat etc. Doni regnum quod nunc tenet, demedeo auferat prius qua antichristus revelatur. Was war dann die Ansicht der frühen Kirche? Schauen Sie sich die Worte von Tertullian an. Er zitiert aus Thessalonicher und sagt, Zitat, nun wisst ihr, was ihn zurückhält. Entschuldigung. Nun wisst ihr, was ihn zurückhält, damit er in seiner Zeit offenbart werde. Denn das Geheimnis der Gesetzlosigkeit wirkt schon. Nur, wer jetzt hindert, der muss hindern, bis er aus dem Weg geräumt wird. Welches Hindernis gibt es außer dem römischen Staat, dessen Sturz, indem er in 10 Königreiche zerstreut wird, den Antichristen einführen wird, damit der Antichrist mit seinem falschen Propheten Krieg gegen die Kirche Gottes führen kann. Interessant ist hier natürlich auch das Stück, das wir lesen. Also, dass er jetzt zitiert, hier aus Thessalonika, ja. Nein, was war jetzt der Punkt, den ich machen wollte? Jetzt habe ich hier meinen Kommentar. Ich habe einen Frosch im Hals. Entschuldigung für das ständige Gruße. Das geht mir auch auf den Keks. Das ist nervig. Schauen Sie sich die Worte von Tertullian. Er zitiert aus den Thessalonikern. Jetzt komme ich nicht mehr auf den Punkt, den ich machen wollte. Ist auch nicht weiter schlimm. Aber jedenfalls ist es ganz, ganz deutlich, dass hier eben das Rom in 10 Königreiche zerbrechen wird. Das sind ja auch ist eine Erklärung dieser 10 Zehen, die aus Eisen sind und die sich mit dem Ton vermischen, aber Ton und Eisen klebt nicht aneinander, dass den Antichristen einführen wird, damit dieser Antichrist mit seinem falschen Propheten Krieg gegen die Kirche Gottes führen kann. Das ist genau der Punkt. Der Antichrist gibt sich aus als Christus und führt im Grunde einen inneren Krieg gegen Christus. Und das ist, was vorhergesagt wurde. Ja. In seiner großartigen Apology an die Herrscher, also Entschuldigung, an die Herrscher des Römischen Reiches, sagt Tertullian, dass die christliche Kirche, nicht er selbst, sondern die christliche Kirche für die Kaiser und für die Stabilität des Römischen Reiches gebetet hat, weil sie wusste, dass ein mächtiger Schock, der der ganzen Erde drohte, in der Tat das Ende der Dinge oder das Ende aller Dinge und die schrecklichsten Leiden nur durch das Fortbestehen des Römischen Reiches verzögert wurde. Und wenn ich weiß, dass ich in einer Zeit lebe, die zwar schlimm ist, aber wenn diese Zeit vorbei ist, dass es noch viel schlimmer wird, dann bete ich dafür, dass diese Zeit bleibt. Und dafür, das war der Grund, weshalb die ersten Christen dieses Gebet gemacht haben, was ich vorher vorgelesen hatte. Lassen Sie die Worte von Chrysostomus in seinem Kommentar zu 2. Thessaloniker. Lesen wir die einmal. Ja? Immer geht es wieder um 2. Thessaloniker, Kapitel 2. Immer und immer wieder. Ah ja, jetzt weiß ich noch, was ich sagen wollte. Ihr wisst, was ihn zurückhält, denn das Geheimnis der Gesetzlosigkeit wirkt schon. Das war der Punkt, den ich machen wollte. Entschuldigung, ich hatte eben wirklich meinen Gedanken verloren. Das Geheimnis der Gesetzlosigkeit wirkt schon. Es sind viele Leute und fragen sich, von was ist das denn, das Geheimnis der Gesetzlosigkeit, das zu der Zeit bereits gewirkt hat. Das Geheimnis der Gesetzlosigkeit, das zu der Zeit bereits gewirkt hat, das war die Manifestation von Simon, dem Zauberer, in Rom, der dorthin kam und der dort eine
Glaubensgemeinschaft gegründet hat, die die erste abgefallene Kirche war. Simon der Zauberer geht zurück auf Samaria, wo er herkam, wo er bereits bekannt war für seine Zaubereien, die er gemacht hat. Und er hat versucht, die Macht des oder die Kraft des Heiligen Geistes zu kaufen. Von daher, weil er eben Simon heißt, von daher kommt der Name Simoni, das Erkaufen von Kirchenämtern. Und er wurde damals von Petrus im Buch der Apostel, Kapitel 8, zurückgewiesen. Petrus hat zu ihm gesagt, dein Geld verwese mit dir. Und er wollte selbst nicht mal zu Gott beten. Hat er noch deutlich gesagt, im Kapitel 8 auch. Und ist dann nach Rom gegangen. Und hat dort im Grunde das gegründet, was wir heute das Papsttum nennen. Das ist in den Wurzeln daraus entstanden. Aus der Zauberei. Und da gibt es zum Beispiel einen ganz wichtigen Beweis für. Die römisch-katholische Kirche nennt ihre Kardinalskongregation, die den Papst bestimmt und die die Kirche leitet, das Magisterium. Magisterium, das kommt von Magie, Zaubern. Simon, der Zauberer. Nur mal eben diese kleine Anmerkung dazu. Und das war noch ein Punkt, den ich gerne noch mal kurz erwähnen wollte. Ja? Das Geheimnis der Gesetzlosigkeit wirkt schon, weil Simon, der Zauberer, hat bereits seine Wirkung in Rom gezeigt. Also, lesen wir jetzt die Worte von Chrysostomus in seinem Kommentar ebenfalls zum 2. Thessaloniker. Zitat: Man kann sich zunächst natürlich fragen, was das ist, was zurückhält. Und danach würde man wissen, warum Paulus dies so unklar ausdrückt. Unklar. Tja, er sagt ganz deutlich im Vers 5, 2. Thessaloniker Kapitel 2, denkt ihr nicht mehr daran, dass ich euch dies sagte, als ich noch bei euch war? Er sagt es nicht unklar. Entschuldigung. Er schreibt es unklar. Weiter unten wird er auch noch drauf eingegangen, jedoch nicht mit dem Argument, das ich hier bringe. Ja? Deswegen, er schreibt es unklar, weil ihm das zur Last gelegt hätte werden können. Aber er sagt es nicht unklar in dem Augenblick, wenn er bei ihnen ist, weil er sagt im Vers 5, wo er schreibt ganz deutlich, wisst ihr nicht mehr oder denkt ihr nicht mehr daran, dass ich euch dies ganz klipp und klar sagte, als ich bei euch war, wer das ist, der aufhält, wer das ist, der im Weg ist. Aber das, was ich euch damals gesagt habe, das kann ich euch so nicht schreiben. Ja? Nur muss der, welcher jetzt zurückkehrt, erst aus dem Weg sein. 2. Thessaloniker Kapitel 2, Vers 7, einer der absoluten Kernsätze in diesem Buch. Das heißt, wenn das römische Reich aus dem Weg geräumt wird, dann wird er kommen. Und natürlich, solange die Furcht vor diesem Reich andauert, wird sich niemand bereitwillig erheben. Aber wenn es aufgelöst wird, wird er die Anarchie angreifen und versuchen, die Regierung sowohl der Menschen als auch Gottes zu ergreifen. Die Anarchie, die Machtlosigkeit, die Herrschaftslosigkeit, das ist Anarchie. Und wenn Rom fällt, dann wird die Regierung zerstört. Und wenn eine Regierung zerstört wird, dann habe ich ein Machtvakuum. Und aus diesem Machtvakuum ist das kleine Horn dann eben auch erstiegen. So muss man das verstehen. Denn so wie die Königreiche davor zerstört wurden, dass der Meder durch die Babylonier, dass der Babylonier durch die Perser, dass der Perser durch die Mazedonier, also Griechen, dass der Mazedonier durch die Römer, so wird dies durch den Antichristen geschehen und er, der Antichrist, durch Christus. Dann, in Anspielung auf Paulus' Verschlossenheit, fügt er hinzu, Zitat, weil er das vom Römischen Reich sagt, hat er natürlich nur einen kurzen Blick drauf geworfen und nicht offen gesprochen, denn er wollte sich nicht überflüssige Feindschaften und nutzlose Gefahren auferlegen. Denn wenn er gesagt hätte, dass sich das Römische Reich nach kurzer Zeit auflösen würde, hätten sie ihn sofort als Feind und alle Gläubigen als potenziell rebellische Menschen überwältigt. Das war der Punkt, den ich vorhin schon kurz angedeutet hatte.
Darum eben der Unterschied zu Paulus gesprochenem und Paulus geschriebenem Wort. Nun, von Irenäus, der ungefähr in der apostolischen Zeit lebte, bis hin zu Chrysostomus und Hieronymus, lehrten die Väter, dass die Macht, die die Manifestation des Menschen der Sünde vorenthielt, das römische Reich war, wie es von den Cäsaren regiert wurde. Die Älteren der Kirche gehören also zur historischen und nicht zur futuristischen Interpretationslehre. Denn die Futuristen stellen sich vor, dass das Hindernis für die Manifestation des Menschen der Sünde noch immer besteht, obwohl die Cäsaren längst verstorben sind. Und wisst ihr, was in den heutigen Kirchen gelehrt wird, wer das ist, der im Weg ist und der erst aus dem Weg geräumt werden muss, bevor der Antichrist offenbart wird in der Zukunftslehre? Das wissen hauptsächlich natürlich die Menschen, die regelmäßig in die Kirche gehen. Und davon sitzen hier besonders viele am Mikrofon oder am Kopfhörer jetzt, um zuzuhören, am Computer, um zuzuhören. In den Kirchen wird normalerweise gelehrt, das ist der Heilige Geist, den Jesus Christus ja geschickt hat. Und dieser Heilige Geist, der hält diese Macht des Antichristen noch zurück. Das wird in Kirchen gelehrt, in denen sie die futuristische Lehre lehren. Ja? Wobei Jesus Christus gesagt hat, ich bin bei euch bis zum Ende der Zeit. Also geht der Heilige Geist niemals weg. Aber das wird natürlich in römisch-katholischen und anderen Kirchen anders gelehrt. Wenn man nicht akzeptieren kann, nicht lehren will, dass das Papsttum der biblische, historische und prophetische Antichrist ist, muss man halt eine andere Person erfinden. Und sie greifen dann zurück auf ihre falsche Trinitätslehre und nennen den Heiligen Geist eine dritte Person. Und diese Person muss erst aus dem Weg geräumt werden, bevor der Antichrist sich etablieren kann. Das ist die falsche Kirchenlehre heutzutage. Punkt 6. Die Väter oder Älteren hielten den Untergang des Römischen Reiches für unmittelbar bevorstehend. Und deshalb war die Manifestation des Antichristen nahe. Justin, der Märtyrer zum Beispiel, einer der ersten Älteren, sagt in seinem Dialog mit Trypho, Kapitel 32, Zitat, er, von dem Daniel sagt, dass er die Herrschaft für eine Zeit, zwei Zeiten und eine halbe Zeit halten würde, steht bereits vor der Tür, um seine blasphemischen und gewagten Dinge gegen den Allerhöchsten zu sprechen. Ende Zitat. Cyprian sagt in seinem Aufruf zum Martyrium, Zitat, da die hasserfüllte Zeit des Antichristen bereits naht, würde ich aus der Heiligen Schrift einige Ermahnungen zur Vorbereitung und Stärkung des Geistes der Brüder sammeln, wodurch ich die Soldaten Christi für den himmlischen und geistigen Wettstreit beleben könnte. Ende Zitat. Siebter Punkt. Die Väter oder Älteren hielten den Mensch der Sünde oder Antichrist für einen Herrscher oder ein Oberhaupt des Römischen Reiches. Ein eindrucksvolles Beispiel dafür ist die Interpretation der geheimnisvollen Zahlen 666 durch Irenäus und Hippolytus, die Zahl des wiederbelebten Hauptes des Tieres oder des Antichristen. Irenäus gibt als Interpretation das Wort Latinos, und da wollen wir eben das Bild hier ins Video mit reinnehmen, das muss ich mal kurz suchen. Kleine Sekunde. Ich habe das hier in dem Ordner soweit wohl vorbereitet. Da können wir hier in die Bilder gehen und dann mal eben das Bild Latinos suchen. Dann kann ich euch das zeigen. Das erscheint doch irgendwo hier in dem Video, aber wir nehmen das hier jetzt mal eben direkt mit rein. Das ist das Bild. Also, ein eindrucksvolles Beispiel dafür ist die Interpretation der geheimnisvollen Zahlen 666 durch Irenäus und Hippolytus, der Zahl des wiederbelebten Hauptes des Tieres oder des Antichristen. Irenäus gibt als Interpretation das Wort Latinos. Er sagt, Zitat, Latinos ist die Zahl 666. Es ist eine sehr wahrscheinliche Lösung. Dies ist der Name des letzten Königreiches, denn die Lateiner sind es, die zurzeit die Herrschaft tragen. Ende Zitat. Und wie ihr hier seht, ist das in lateinischen Buchstaben und hier ist es in griechischen Buchstaben. Es geht um Latinos, es geht um den Lateiner, also um den
Latin Man oder wie man das auch sagen würde, lateinischen Mann oder italienisch, wenn man das jetzt auf die auf den Staat bezieht, aber es geht halt um Latein, ja? Und wir sehen jedes Mal den Nummernwert hier hinten und aufgezählt geben die Buchstaben Latinos 666, die Zahlen, die Nummer des Tieres aus Offenbarung Kapitel 13. Hippolytos gibt die gleiche Lösung in seiner Abhandlung über Christus und Antichrist. In Punkt 8 lesen wir, dass die Älteren, die hielten das Babylon der Offenbarung für Rom. In diesem Punkt waren sich alle einig. Ja? Kein Zwist, selbst nicht unter diesen ersten Älteren der ersten Kirche. Alle waren sich einig und ihre Einstimmigkeit ist ein wichtiges Siegel für die Richtigkeit dieser Auslegung. Tertullian zum Beispiel sagt in seiner Antwort an die Juden, Zitat, Babylon in den Aufzeichnungen unseres Johannes ist eine Figur der Stadt Rom, die ebenso groß und stolz auf ihren Einfluss ist und über die Heiligen triumphiert. Ende Zitat. Victorinus, der den frühesten Kommentar zur Offenbarung schrieb, sagt zur Offenbarung Kapitel 17, die sieben Häupter sind die sieben Hügel, auf denen die Frau sitzt. Das ist die Stadt Rom. Hippolytos sagt, sag mir, gesegneter Johannes, Apostel und Jünger des Herrn, was hast du über Babylon gesehen und gehört? Steh auf und sprich, denn es hat dich auch in die Verbannung geschickt. Man erkennt hier die Absicht, dass Rom, das den Apostel Johannes verbannt hat, das Babylon der Offenbarung ist. Der ältere Augustinus sagt, Zitat, Rom ist das zweite Babylon und die Tochter des ersten, der es Gott gefiel, die ganze Welt zu unterwerfen und alles unter eine Herrschaft zu bringen, wurde nun gegründet. Ende Zitat. In Kapitel 28 nennt er Rom das westliche Babylon. In Kapitel 41 sagt er, es war nicht ohne Grund, dass diese Stadt den geheimnisvollen Namen Babylon erhalten hat. Denn Babylon wird als Verwirrung interpretiert, wie wir anderswo beschrieben haben. Hier ist nochmal eine Erklärung des Wortes Latinos, die ihr hier im Bild seht. Aus diesen Zitaten geht klar hervor, dass die Älteren das Babylon der Offenbarung nicht als das wörtliche Babylon am Euphrat oder als eine große Stadt in Frankreich oder England interpretierten, sondern als Rom. Und auch nicht in Deutschland, wenn man diese neue teuflische Serie im deutschen Fernsehen sich mal anschaut, Babylon Berlin. Und das ist immer noch die Interpretation der historischen Lehre. Obwohl die Ereignisse der letzten 800 Jahre bewiesen haben, dass Babylon Rom nicht in seiner heidnischen, sondern in seiner päpstlichen Form repräsentiert. Unter einer anderen Maske eben. Ne? Es sollte darauf hingewiesen werden, dass keiner der Älteren die futuristische Lückentheorie vertrat. Die Theorie, dass das Buch der Offenbarung fast 18 Jahrhunderte christlicher Geschichte total überspringt und sich sofort in die ferne Zukunft stürzt und sich ganz der Vorhersage der Ereignisse der letzten Jahre dieser Zeiteinteilung widmet. Was das Thema des Antichristen betrifft, so gab es unter ihnen eine universelle Übereinstimmung über die allgemeine Idee der Prophezeiung, während es Unterschiede in Bezug auf Details gab, die sich hauptsächlich aus der Vorstellung ergaben, dass der Antichrist in gewisser Weise sowohl jüdisch als auch römisch sein würde. Es ist wahr, dass sie dachten, dass der Antichrist ein individueller Mensch sein würde. Ihre frühe Position trägt dem ausreichend Rechnung. Sie hatten keine Vorstellung und konnten keine Vorstellung von der wahren Natur und Länge des gewaltigen Glaubensabfalls haben, der auf die christliche Kirche zukommen sollte. Sie waren keine Propheten, sie waren Ältere der Kirche, aber keine Propheten und konnten nicht vorhersehen, dass die Kirche 19 Jahrhunderte in der Wildernis verbleiben und unter einer Reihe von nominell christlichen, aber abtrünnigen Herrschern, die den Platz der antiken Cäsaren ausfüllen und ihren antichristlichen Taten nacheifern sollten, eine lange und bittere Verfolgung durchlaufen würden. Hätten sie diese Dinge gewusst, könnten wir gut glauben, dass ihre Ansichten vollständig mit denen historischer Interpreten späterer Zeiten harmoniert hätten. Die Väter gingen so weit wie möglich in die Richtung, in die die historischen Interpreten dieser letzten Tage gegangen sind.
Und vieles, was ihnen in der Prophezeiung dunkel war, ist ihren Nachfolgern im Licht der Vollendung schließlich klar geworden. Die göttliche Vorsehung hat, wie es ihr anders auch nicht möglich ist, Licht auf die göttliche Vorhersage getroffen. So, dies bringt ein Ende an Punkt 1, den wir jetzt gerade besprochen haben, die Zeitspanne von der apostolischen Zeit bis zum Fall des Römischen Reiches. Ja, wir wissen ja, wir besprechen hier drei verschiedene Punkte. Das war der erste in den 7 Punkten jetzt, glaube ich, oder 8 Punkten, die wir hier besprochen hatten. 8 war der letzte aus Punkt 1 und jetzt gehen wir weiter. Also wir haben jetzt die Zeit bis zum 5. Jahrhundert besprochen und jetzt kommen wir in die Zeit, die hier dargestellt ist, nämlich die Verfolgung der Kirche, während der Antichrist sich am Erheben ist. Wir kommen nun an zweiter Stelle dazu, ganz kurz, die Geschichte der prophetischen Interpretation der Zeitspanne zwischen dem Fall des westlichen Reiches von Rom und der Entwicklung der päpstlichen Theokratie im 11. Jahrhundert unter Antichrist Papst Gregor VII. Oder Hildebrand zu überprüfen. Die Interpreten dieser Zeit gehörten, wie die der Kirchenväter, also der Älteren der Kirche, auch hier gehören die Interpreteten zur historischen Lehre. Sie interpretierten die Offenbarung als eine Prophezeiung des gesamten Geschehens vom ersten Advent bis zur Vollendung. Die folgenden Autoren, die in diesem Intervall lebten, schrieben Kommentare zur gesamten Offenbarung, die da sind: Primasius, Beda der Ehrwürdige, Ansbertus, Haimo, Andreas, Aretas und Berengaudus. Primasius, der in der Mitte des 6. Jahrhunderts lebte, interpretierte die 144.000 versiegelten Personen in der Offenbarung als die christliche Kirche. Er hielt fest, dass der Antichrist sich selbst an die Stelle von Christus setzen und blasphemisch seine Erhabenheit annehmen würde und dass die Stadt der sieben Hügel Rom sei. Beda, der Ehrwürdige, der am Ende des 7. Jahrhunderts im Norden Englands lebte, war ein historischer Interpret der Offenbarung. Hier ist eine Kopie seines Kommentares und Henry Gretton Guinness steht da in der Exeter Hall und hält das Buch in die Höhe und zeigt den Leuten die Fakten. Er zeigt ihnen die geschichtlichen Bücher, die dem, was er sagt, zugrunde liegen. Hier, sagt er, ist das Buch, das ich in die Luft halte, ja, von Beda dem Ehrwürdigen. Hier ist eine Kopie seines Kommentars aus dem 7. Jahrhundert. Er nimmt das erste Siegel, um die Triumphe der Urkirche darzustellen. Er erklärt das lammartige Tier aus Offenbarung 13 als pseudo-christlichen falschen Propheten. So kann man natürlich das protestantische Amerika, protestantisch zwischen Anführungsstrichen, auch umschreiben. Ja? Ambrosius Ansbertus schrieb einen umfangreichen Kommentar zur Offenbarung in der Mitte des 18. Jahrhunderts. Er erklärt das zweite Tier aus Offenbarung 13 als die Prediger und Diener des Antichristen und lehrt, dass der Antichrist pro Christo oder an Christi Stelle sein wird. Deutlicher kann man ja Vicarius Filii Dei, den Papst, gar nicht mehr beschreiben, ne? Es ist eine bemerkenswerte Tatsache, fährt er fort, dass er das schmerzhafte Geschwür, das unter der ersten Schale ausgegossen wird, als Untreue bezeichnet wird. Offenbarung 16, Vers 2. Da lesen wir, und der erste, also der erste Engel, ging hin und goss seine Schale aus auf die Erde. Da entstand ein böses und schmerzhaftes Geschwür an den Menschen, die das Mahlzeichen des Tieres hatten und die sein Bild anbeteten. Ja. Dieses Geschwür, das unter der ersten Schale ausgegossen wird, als Untreue bezeichnet er hier. Dies ist die allgemeine Ansicht der heutigen Zeit unter den historischen Auslegern. Sie betrachten die Untreue der französischen Revolution als die Erfüllung dieser Zornschale. Haymos Kommentar, geschrieben im 9. Jahrhundert, ist größtenteils von Ansbertus abgekürzt. Andreas, der Bischof von Caesarea war, sagt definitiv, dass die Offenbarung eine Prophezeiung der Dinge war, die vom ersten Kommen Christi
bis zur Vollendung geschehen sollen. Also mit anderen Worten genau das zusammenfassen, was wir in Daniel Kapitel 9, Vers 27 lesen, mit den Gräueln der Verwüstung bis zur Vollendung, bis Jesus wiederkehrt. Er interpretiert die 144.000 als wahre Christen und den Antichristen als einen römischen König und Pseudochristen oder falschen Christus. Er interpretiert den Antichristen als einen römischen König. Nimmt das dann irgendetwas weg vom Papst? Nein. Warum nicht? Weil ich noch einmal das Bild heranholen muss. Das ist ja nicht immer jeder, der das kennt. Ich habe das ja schon oft genug gezeigt und viele werden sagen, ist er da jetzt wieder mit dem Bild? Ja, ich bin da schon wieder mit dem Bild. Schaut mal, der Papst selber, Antichrist, Pius IX, Pio Nono, der im 19. Jahrhundert, ich glaube 32 Jahre, das längste Pontifikat bis jetzt hatte, schrieb in seinem Discorsi, der Cäsar, der euch jetzt anspricht und dem alleine Gehorsam und Treue zusteht. Ist der Papst also Cäsar? Ist der Papst also ein römischer König? Nach seiner eigenen Aussage ist er das. Und lasst uns doch mal dem glauben, was sie selbst über sich selbst sagen. Wir müssen ja nicht viel vom Papst glauben, weil wenn er das Maul aufmacht, dann lügt er. Aber wenn er solche Dinge sagt, dann spricht er die Wahrheit. Aretas, der im 9. Jahrhundert schrieb, folgt hauptsächlich Andreas. Und Berengaudus' Kommentar zur Offenbarung, geschrieben im selben Jahrhundert, ist der am wenigsten zufriedenstellende von allen. Er war ein Benediktinermönch und lebte in einer sehr dunklen Zeit. Seine Vorstellung war, dass der Antichrist ein erklärter Ungläubiger und ein offener Befürworter der Zügellosigkeit sein würde. Er war, soweit bekannt, der erste Interpret, der diese Ansicht vertreten hat. Und das ist natürlich auch damit zu erklären, dass die Lehre der Zukunftslehre innerhalb der römisch-katholischen Kirche von Anfang an gelehrt wurde an die abgefallenen Menschen innerhalb der römisch-katholischen Kirche, die Zugang zu den Schriften hatten und aufgrund der Schrift erkannt hatten, dass der Papst der Antichrist ist. Nun, das Intervall, in dem diese Interpreten lebten, war durch den stetigen Anstieg, aber nicht durch die volle Manifestation des Papsttums gekennzeichnet. Zwei Begriffe trugen mächtig dazu bei, dass sie im unvollkommen entwickelten Papsttum den vorhergesagten Menschen der Sünde nicht erkennen konnten. Sie stellten sich vor, dass als das östliche Reich Roms, das in Konstantinopel saß, immer noch fortbestand, das Hindernis für die Manifestation des Antichristen bestehen bliebe, wobei sie völlig übersahen, dass die antichristliche Macht, die in der Prophetie vorhergesagt wurde, definitiv mit den sieben Hügeln Roms und damit mit dem Fall des westlichen Reiches und dem Abfall der lateinischen oder westlichen Kirche verbunden ist. Außerdem ließen sie die Fakten von Gregor dem Großen und seine Briefe an Moritz sowie die Ernennung Bonifaz des Dritten durch Phokas außer Acht, die wir eher besprachen. Das war zu der Zeit junge Geschichte. Ja? Da geht der Autor aber auch gleich noch drauf ein. Dann, fährt er fort, vergeistigten und erklärten sie eine Menge Prophezeiungen und nahmen an, dass sie im Millennium lebten und dass sich der Antichrist nicht vor dem kurzen Ausbruch des Bösen am Ende manifestieren würde. Diese falsche Vorstellung hatte fatale Folgen. Während diese Interpreten, wie auch die Christen in ihrer Zeit, in ferner Zukunft nach dem Aufkommen des Menschen der Sünde suchten, stahl er sich unbemerkt in ihre Mitte und bemächtigte sich des Platzes Christi über seiner unachtsamen Herde. Das sind die Wurzeln des Futurismus, der ja schon immer in der römisch-katholischen Kirche gelehrt wurde, wenn die bibellesenden Kleriker aus dem Wort die historische Wahrheit verstanden, wie ich gerade vor ein paar Minuten schon mal angeholt hatte. Weiß gar nicht, warum ich mir die Noten überhaupt mache, wenn ich es auch so weiß. Nun, bevor wir diese mittelalterliche Zeit verlassen, gibt es drei bemerkenswerte Zeugnisse, auf die wir uns beziehen müssen. Gregor der Große erklärt im 6. Jahrhundert vor der Christenheit, ja, das ist ja 594 oder was gewesen, dass jeder, der sich Universalbischof oder Universalpriester nennen würde, der Vorläufer des Antichristen sei. Da sind wir
exzessiv darauf eingegangen in den ersten Lesungen dieses Buches. Schaut euch das nochmal an, wenn ihr das nicht wisst. Wir gehen das jetzt hier nur kurz, wir überlaufen das hier noch kurz. Ich habe das tiefgehend bearbeitet, ich glaube in einer ganzen Sendung mit den ganzen Briefen, die Gregor geschrieben hat, der eben auch kein Papst war, sondern Bischof von Rom. Darin hatte er zweifellos vollkommen recht. Als Bonifatius III. Kurz nach dem Tod von Gregor im Jahre 607 diesen Titel annahm, wurde er zum Vorläufer des Antichristen, wie unter Bonifatius VIII. Vollständig offenbart. Und diese drei Päpste schauen wir uns jetzt auch noch ein wenig genauer an. Nämlich den ersten, hier, wer ist das jetzt hier? Komme ich auf den Namen? Bonifatius III., dann Gregor der VII. Und Bonifatius der VIII. Historisch sehr, sehr wichtige Päpste. Da gehen wir noch ein bisschen tiefer drauf ein im späteren Zeitpunkt. Herbert zu Reims vor dem Jahre 1000 sagte über den Papst, der auf seinem hohen Thron in Gold und Purpur saß, dass er, wenn auch mittellos zur Nächstenliebe, als Antichrist im Tempel Gottes sitzt. Schließlich bekräftigte Berengar im 11. Jahrhundert unter Hinweis auf die damalige Durchsetzung der Doktrin der Transsubstantiation durch den Papst, dass der römische Stuhl nicht der apostolische Sitz, sondern der Sitz des Satans sei. So begriff die christliche Kirche dieser Zeit allmählich den wahren Charakter des Papsttums. Je mehr dieses kleine Horn, das wir hier im Bild sehen, wächst, desto mehr den Leuten auf einmal deutlich wird, welche Macht da entsteht. An dritter und letzter Stelle werden wir nun kurz auf die Geschichte der prophetischen Interpretation von der Zeit von Gregor des VII. Im 11. Jahrhundert bis zur Reformation im 16. Jahrhundert eingehen. Das Pontifikat von Gregor dem VII. Hildebrand war die Ära des unverschleierten Papsttums. Zu diesem Zeitpunkt ließ der Papst die Maske des Hirten fallen und tauschte den Krummstab gegen das Zepter, ja, also den Stock, den man zum Hüten der Schafe braucht, tauschte er ein gegen das regierende Zepter und auch das Schwert. Der Amtsantritt von Gregor dem VII. Im Jahre 1073 ist ein großer Meilenstein in der Geschichte der Kirche. Gregor der VII. Oder Hildebrand, wie er genannt wurde, das war nämlich sein bürgerlicher Name, schuf, wie wir bereits gesagt haben, die päpstliche Theokratie. Wissen Sie, was das bedeutet? Er beanspruchte für sich selbst im Namen Gottes die absolute und unbegrenzte Herrschaft über alle Staaten der Christenheit als Nachfolger des heiligen Petrus und Vikar Christi auf Erden. Mit anderen Worten, eine vollkommene Erfüllung von Offenbarung Kapitel 17, Vers 2. Die Päpste, die nach ihm kamen, trieben diese Ansprüche in höchstem Maße voran. Am Ende des 13. Jahrhunderts nahmen sie den stolzen Titel der Meister der Welt an. Drei Namen fallen in den drei mittleren Jahrhunderten dieser dunklen Periode auf. Gregor der VII., Innozenz der III. Und Bonifatius der VIII. Der Erste, also Gregor der VII., also verantwortlich für das Königreich Christi auf Erden etabliert zu haben. Der Zweite, Innozenz der III., verantwortlich für die Einführung der Inquisition. Und der Dritte, Bonifatius der VIII., ist verantwortlich für die Erlösung und Gehorsamkeitslehre der römisch-katholischen Kirche durch die Bulle Unam Sanctam, auf die wir auch schon vorher in einer anderen Lesung eingegangen sind. Der Historiker des Mittelalters sagt zu Recht, so wie Gregor der VII. Die größte Usurpation der Menschheit darstellt, bis man die Geschichte von Innozenz dem III. Betrachtet, so wird Innozenz der III., was für eine Blasphemie dieser Name schon beinhaltet, der Unschuldige, durch die höchste Kühnheit von Bonifatius dem VIII. Wiederum in den Schatten gestellt. Damals lebte der große italienische Dichter Dante. Er beschrieb sein Zeitalter mit außergewöhnlicher Kraft.
Im 13. Jahrhundert und in Italien malte er das Papsttum, wie es die Welt damals sah. Und wie hat die Welt es damals gesehen? Sie sah im Papsttum den an sich reißenden Menschen der Sünde und in der Kirche Roms das Babylon der Offenbarung. Man beachte, sogar die Welt hat es erkannt. Hören Sie ein paar Zeilen aus Dantes unsterblichem Gedicht über Hölle, Fegefeuer und Paradies. Und hier möchte ich noch mal ganz kurz eben anmerken, dass Maximilian sich da eine wahnsinnige Arbeit gemacht hat, das super, super gut zu übersetzen. O Simon Magus! Wir erinnern uns, dass ich bereits vorher sagte, das ist die Kraft, die bereits am Arbeiten ist in 2. Thessalonicher, hier von Dante ganz deutlich ausgesprochen. O Simon Magus, ihr, o arme, blöde, die, was der Tugend ihr vermählen sollt, die Gaben Gottes räuberisch und schnöde, ihr hingabt schnöd um Silber und Gold. Enthalt ich mich, dir Schlimmeres zu sagen, dass schlecht die Welt durch eure Habsucht ist, die Guten sinken und die Schlechten ragen, euch Hirten, meint der Evangelist. Bei ihr, die sitzend auf den Wasserwogen mit Königen zu buhlen sich vermisst, sie mit den 7 Häuptern auferzogen, sie hat in 10 Hörnern Kraft und Macht, solang der Tugend ihr Gemahl gewogen, euer Gott ist Gold und Silber, Glanz und Pracht. Wohl besser sind die, so an Götzen hangen, die einen haben, wo ihr 100 macht. Welch Unheil! Konstantin ist aufgegangen, nicht weil du dich bekehrt, nein, weil das Gut der erste reiche Papst von dir empfangen. Die Schenkung von Konstantin, wo er hier drauf eingeht. Am Ende seines Gedichts über das Paradies bezieht er sich auf den Apostel Johannes. Als der Seher, der dort starb, sah alle schmerzlichen Zeiten der schönen Braut, die mit der Lanze und den Nägeln überwunden wurde. Sie werden feststellen, dass diese schönen und berührenden Worte die historische Interpretation der Offenbarung anerkennen. Der Apostel Johannes, so Dante, sah all die schweren Zeiten, durch die die Kirche gehen sollte. Und was Dante sah, das sahen die Albigenser. Das sahen die Waldenser. Welches Wunder lag darin? Wäre das Wunder nicht gewesen, wären die Heiligen blind geblieben für eine Erfüllung der Prophezeiung, die so klar und spürbar war, dass sogar die Welt sie erkannte. Im sonnigen Süden Frankreichs, in der Provence und Katalonien, lebten die Albigenser. Was glaubten die Albigenser? Es ist nicht unwichtig, dass wir uns einmal kurz mit den Albigensern beschäftigen. Die Albigenser glaubten, dass es 2 Götter gibt, einen bösen und einen guten Gott. Alles physische, materielle, kommt vom bösen Gott. Und ihre Überzeugungen gipfelten in einem Leben der Selbstverleugnung der bösen materiellen Aspekte dieses Lebens. Da nicht jeder ein so strenges asketisches Leben führen konnte, wurde seine Religion in 2 Gruppen aufgeteilt: die Vollkommenheit und die Gläubigen. Die Vollkommenheit zeigte ein perfektes Leben, so frei von physischen und materiellen Dingen, wie es menschlich möglich war. Die Gläubigen dagegen glaubten an die Lehren, waren jedoch nicht bereit, sich auf die Praxis festzulegen. Die Gläubigen mussten vor dem Tod vollkommen werden, um das ewige Leben zu erben. Manchmal würde eine bestimmte Person perfekt werden und sich dann für unfähig halten, sich von materiellen Übeln zurückzuhalten. Eine solche Person würde rituell erstickt, um sie vor dem ewigen Tod zu retten. Also besonders biblisch ist das nicht, was wir hier lesen, aber trotzdem waren sie ja Ketzer im Sinne aus Roms Augen. Nun, andere radikale Ergebnisse dieses Glaubenssystems beinhalten die Idee, dass schwangere Frauen das schlimmste Übel von allen waren. Sie brachten mehr körperliches Übel in diese Welt. Sie glaubten, dass eine Frau, die während ihrer Schwangerschaft gestorben ist, auf keinen Fall gerettet werden kann. Die Albigenser oder Albigensianer akzeptierten auch nicht die Inkarnation Jesu Christi. Sie waren völlig gegen eine Lehre, die den geistigen Gott in einen bösen Körper stecken würde.
Das kann man im Internet in verschiedenen Brunnen nachlesen. Warum lese ich das jetzt vor? Weil die Albigenser ein von Rom verfolgtes Volk waren, von Anfang an, genau wie die Waldenser auch. Aber die Albigenser nicht die reine Bibellehre hochhielten. Aber sie akzeptierten natürlich nicht Rom als Autorität und waren auch mit ihrem Glauben abfällig von Rom und deswegen Heretiker. Ja? Deswegen waren die Albigenser trotzdem ein sehr zivilisiertes und hochgebildetes Volk. Unter diesen Menschen entstand eine umfassende Wiederbelebung der wahren Religion und eine ihrer natürlichen Auswirkungen war ein mutiges Zeugnis gegen die Gräueltaten des abtrünnigen Roms. Hier zeigt Henry Gritten Guinness das Buch hoch. Hier ist Sismondis Geschichte der Albigenser. Auf Seite 7 sagt er über sie und die Waldenser, Zitat, alle waren sich darin einig, dass die Kirche von Rom das Christentum absolut pervertiert hat und dass sie es war, die in der Offenbarung mit dem Namen der Hure von Babylon bezeichnet wurde. Ende Zitat. Rom konnte dieses Zeugnis nicht ertragen. Sie zog ihr tödliches Schwert und führte Krieg gegen die, die es trugen. Im Jahre 1208 wurden die Albigenser mörderisch verfolgt. Innozenz der Dritte, was für ein Spott dieser Name ist, bedeutet nämlich der Unschuldige, beauftragte die Kreuzritter zu dieser schrecklichen Arbeit. Der Vernichtungskrieg wurde ein heiliger Krieg genannt. Die Soldaten des Papstes verfolgten ihn mit frommer Leidenschaft. Männer, Frauen und Kinder wurden alle in die Flammen gestürzt. Ganze Städte wurden verbrannt. In Béziers wurde jede Seele massakriert. 7000 tote Körper wurden in einer einzigen Kirche gezählt, wo das Volk Zuflucht gefunden hatte. Das ganze Land wurde verwüstet. Ein ganzes Volk wurde abgeschlachtet. Und das berechtigte Zeugnis dieser frühen Reformatoren wurde auf das Schweigen des Grabes reduziert. So begann der gewaltige Krieg gegen die Heiligen, wie in Daniel und der Offenbarung vorhergesagt. Und von da an wurde er von Jahrhundert zu Jahrhundert mörderisch und mörderischer weiterverfolgt. Anfang des 13. Jahrhunderts wurde die Inquisition gegründet und die volle Verfolgungsmacht wurde durch die Päpste den Dominikanern anvertraut, die sie dann später an die Jesuiten 1542 abgegeben haben. Ein Überbleibsel der Waldenser, die aus dem Süden Frankreichs flüchteten, flüchtete in die Alpen, wo das Licht des Evangeliums von frühester Zeit an erhalten blieb. Dazu lesen wir nochmal kurz aus einem Kommentar von mir hierbei. Das, was wir hier sehen, wo das Licht des Evangeliums in den Alpen erhalten bleibt, ist die Wildernis, wo der Frau für 1260 Tagjahre eine Zuflucht bereitet wurde. Christliche Historiker sind sich ziemlich sicher, dass dies die ersten wirklichen Christen aus Rom waren, die unter anderem der Verfolgung von Nero entflohen und dann das Evangelium in die Berge und Täler der Alpen retteten. Die in Rom verbliebenen Christen wurden entweder ermordet oder sind in den Abfall durch Simon den Zauberer gefallen. Ich habe die waldensischen Täler besucht und ich werde versuchen, sie Ihnen mit ein paar Worten näher zu bringen. Sie erinnern sich zweifellos an die Lage der Stadt Mailand in der Ebene der Lombardei. Von der Spitze der berühmten Kathedrale von Mailand hat man einen herrlichen Blick auf die Südalpen. Und hier habe ich ein Bild vorbereitet, das werde ich mal eben raussuchen. Das ist, spricht dann wirklich, man versteht das viel besser, wenn man das jetzt auch noch dann sehen kann. Was er hier sagt, das ist das Bild, was er anspricht. Das ist Mailand mit der Sicht auf die Alpen. Natürlich jetzt ein bisschen moderner mit dem Wolkenkratzer, wobei diese Kirche wahrscheinlich damals schon da stand. Da hinten sind die Alpen und da sind die Täler. Von der Spitze der berühmten Kathedrale von Mailand hat man einen herrlichen Blick auf die Südalpen, wie wir hier sehen. Die Ebenen der Lombardei und des Piemont erstrecken sich bis zu ihrer Basis. Die Alpen erstrecken sich nach Osten und Westen, soweit das Auge reicht.
Dort stehen sie in zerklüfteter, wilder Erhabenheit, ihre unteren Hänge von dunklen Wäldern umhüllt, ihre Gipfel von Gletschern und ewigem Schnee gekrönt. Im Westen, jenseits der Stadt Turin, erhebt sich der weite, weiße Kegel des Monte Viso. Zwischen den Bergen und an der Basis liegen die Waldensertäler. Es sind 5 an der Zahl und sie laufen in enge, erhöhte Schluchten hinauf, schlängeln sich zwischen mit Tannen bewachsenen Steilhängen und klettern bis in den Bereich der Wolken, die um die eisigen, alpinen Gipfel schweben. Diese Täler waren die Zuflucht des Israel der Alpen. Da gibt es hier einen Link, den tue ich auch in die Beschreibungsbox des Videos mit bei. Israel der Alpen, eine dreiteilige, ich glaube jeder Teil 15 Minuten lange Videoserie, die man unbedingt gesehen haben sollte. Wie Protestanten lange vor der Reformation weigerten sich diese edlen Bergsteiger entschieden, das Knie vor Baal zu beugen. Sie waren ein treuer Überrest der frühen Kirche, der während der gesamten zentralen Zeitalter des Glaubensabfalls erhalten blieb. Dieser Folioband, zeigt Hendrik Rettengenes wieder einmal sein Papier in die Höhe, ist eine treue Geschichte der Waldenser, geschrieben vor 217 Jahren von dem waldensischen Pastor Leger oder Leger. Ich habe probiert, das Buch festzubekommen, irgendwie übers Internet, ich habe es nicht gefunden. Wenn das mal jemand findet in einer verständlichen Sprache, das heißt also Englisch oder Deutsch, dann wäre ich sehr zu Dank verbunden. Es enthält sein Porträt. Ich habe es oft mit Interesse betrachtet. Das Antlitz ist von Leiden gezeichnet, aber voll von geistigem Licht. Leger erzählt mit einfacher Klarheit die Geschichte der Waldenser aus den frühesten Zeiten und zitiert aus alten und authentischen Dokumenten. Er gibt ihr volles Glaubensbekenntnis ab und erzählt die Geschichte ihrer Märtyrer, einschließlich des schrecklichen Massakers im Tal von Lucerna im Jahre 1655, von dem er selbst ein Augenzeuge war. Dieses Buch wurde nur 14 Jahre nach diesem Massaker geschrieben. Es enthält zahlreiche eidesstattliche Aussagen und lange Listen mit den Namen der Opfer. Es gibt auch Tafeln, die die schreckliche Art und Weise zeigen, in der sie geschlachtet wurden. Diese Tafeln stellen Männer, Frauen und Kinder dar, die zerstückelt, ausgeweidet, zerrissen, mit Schwertern durchbohrt, auf Pfähle aufgespießt, Glied für Glied zerrissen, in Abgründe geschleudert und in Flammen geröstet werden. Sie sind fast zu schrecklich, um sie anzusehen. Und dies war nur eines von einer langen Serie von Massakern der Waldenser, die sich über 600 schmerzhafte Jahre erstreckten. Milton schrieb von diesen protestantischen Leidenden sein unsterbliches Sonett, das wir hier wörtlich übersetzt dank Maximilians unerschöpflicher Arbeit wiedergeben können. Milton schrieb, Zitat, »Räche, o Herr, deine geschlachteten Heiligen, deren Gebeine auf den Bergen der Alpen verstreut liegen. Selbst die, die deine Wahrheit so rein von alters her bewahrt haben, als alle unsere Väter Stöcke und Steine anbeteten. Vergiss nicht, in deinem Buch stehen ihr Stöhnen, die deine Schafe waren und in ihrer alten Herde, die von den blutigen Piemontesen erschlagen wurden, die Mutter mit dem Kind die Felsen hinunterrollten, ihr Stöhnen. Die Täler schlängeln sich zu den Hügeln und diese zum Himmel. Ihr gemartertes Blut und ihre Asche säen, o Herr, alle italienischen Felder, auf denen noch der dreifache Tyrann herrscht, auf das aus ihnen hundertfach erwachsen möge, der, nachdem er deinen Weg gelernt hat, früh das babylonische Leid verfliegen möge. Ende Zitat. Die verfolgten Waldenser waren Studenten der Prophetie aus den ältesten Zeiten. Wie haben sie die Prophezeiungen über Babylon und den Menschen der Sünde interpretiert? Hier in diesem Buch von Leger ist ihre Abhandlung über den Antichristen geschrieben, im Jahr 1120 oder vor fast 800 Jahren. Es ist in einer inzwischen ausgestorbenen Sprache,
geschrieben. Die nennt man, denke ich, romanisch. Leger gibt eine französische Übersetzung in parallelen Spalten, hier auf Seite 71. In einfachen, aussagekräftigen Worten, die die römische Kirche als die Hure Babylon und das Papsttum als Mensch der Sünde und Antichrist bezeichnen. Das war der Glaube und das Bekenntnis der Waldenser. Jetzt lesen wir den Auszug aus der waldensischen Abhandlung über den Antichristen von 1120. Ja, das ist das Buch, auf das ich ansprach, von Jean Leger. Aus dem Französischen wurde das hier übersetzt von Maximilian. Der Antichrist. Aber es ist gerade die Lüge anstelle der Wahrheit, die außerhalb der Kirche Christi mit Schönheit und Frömmigkeit bedeckt und geschmückt ist, als Namen, Ämter, Schriften und Sakramente und vieles andere mehr. Die Ungerechtigkeit, die auf diese Weise herrscht, mit all diesen Amtsträgern, großen wie kleinen, mit all denen, die ihnen mit bösem Herzen und blinden Augen folgen. Eine solche Gemeinde zusammen heißt Antichrist. Eine solche Gemeinde zusammen heißt Babylon oder viertes Tier oder Unzucht oder Mensch der Sünde, Sohn der Verdammnis. Seine Minister heißen falsche Propheten, Meister der Lügen, Minister der Finsternis, Geister des Irrtums, offenbarter Glaubensabfall, Mutter der Unzucht, nackt ohne Wasser, tote Herbstbäume, zweifach entwurzelt, Wellen aus dem grausamen Meer, verirrte Sterne, Baalamiten und Ägypter. Es wird gesagt, dass es der Antichrist ist, weil er mit dem Buch Christi und mit seiner Kirche und mit seinen treuen Gliedern bedeckt und geschmückt ist. Er steht im Widerspruch zu der Erlösung, die von Christus vollbracht und wahrhaftig in der Kirche Christi eingesetzt wird. Wenden wir uns jetzt für einige Augenblicke nach Böhmen. Sie erinnern sich, dass es um ein ausgedehntes Bundesland im Nordwesten Österreichs handelt. Dort entstand mehr als ein Jahrhundert vor der Zeit Luthers eine Reformation, die in einem Blutmeer ausgelöscht wurde. Wie kam es dazu? Das, meine lieben Brüder und Schwestern, werden wir in der nächsten Lesung von Romanismus und die Reformation erfahren. Wie kam es dazu? Und warum gehen wir jetzt auf einmal nach Böhmen? Das wird ein interessanter Anschluss an diese bereits sehr interessante und für mich doch auch sehr emotionelle Lesung. Es folgt eine nächste in wenigen Minuten. Aber für die meisten eine etwas längere Pause, weil zwischen diesem Video und dem nächsten Video sicherlich ein paar Tage liegen werden. Ich danke euch jedenfalls fürs Zuhören und Zuschauen, für eure Treue, für eure Kommentare und ich danke euch vor allen Dingen dafür, dass ihr es verteilt über Facebook, Twitter, Pinterest, was weiß ich nicht noch, archive.org, YouTube, BitChute, alle möglichen Vimeo-Videoplattformen, wo ihr das auch hochlädt. Es ist von meiner Seite her komplett urheberrechtsfrei. Ladet es hoch, verteilt es, wo ihr könnt, dass auch andere Leute diese Sicht auf die biblische, historische und prophetische Auslegung des Antichristen erlernen können. Durch die Arbeit von Henry Gretton Guinness. Und natürlich durch die Arbeit von dem Komitee von König James I., der die König-James-Bibel hat übersetzen lassen. Und dieser selbe Text der Schlachterbibel heute zugrunde liegt, der Schlachter 2000, worin Gott sein Wort für uns bis heute, 2019, bewahrt hat. Deswegen lest eure Bibel. Maranatha.